So richtig überraschend, dass der erste Tatort nach der Sommerpause es schwer haben würde, war es nicht. Die ARD hat den ganzen Sommer über Wunsch-Tatorte gezeigt. Quasi das Beste, was es gab. Da kann der Österreicher Tatort nicht mithalten. BB und Moritz ermitteln so wie immer. Mit ein bisschen alles, ein bisschen langsam. Aber auch irgendwie sympathisch. Nur der Fall, der ist in etwa so klischeehaft wie ein Rosamunde-Pilcher-Film und nicht mal der kommt als Alternative im ZDF. Es geht um Bodybuilder, es geht um Haargel, es geht um dicke Autos, illegale Pillen und das österreichische Gesundheitssystem, das ist ganz schön langweilig. Das einzig Gute daran, Moritz und Bibi, schade ist, dass Bibi jetzt auch noch nackt auftreten muss, weiß nicht, wofür das da ist, aber scheint Kunst zu sein. Alles in allem, die beiden sind sehenswert, der Fall an sich Mittelmaß, der Daumen sagt... Naja, also wenn sie was anderes zu tun haben, tun sie das.